So, und hallo, herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir in einem Hotel eingecheckt, dachten, wir haben einen schönen Urlaub verdient, aber nein, wir werden von König Buhu überrascht und das Ganze ist ein Schwindel. Wir mussten flüchten und sind in die Wäschetrichter runtergefallen. Jetzt sind wir hier im Wäscheraum und schauen mal, was uns nach dieser Tür erwarten wird. Wie gesagt, ich habe richtig Bock auf das Let's Play. Wenn ihr auch so Bock habt wie ich, lasst gerne wirklich mal ein Like da, um mich zu unterstützen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ein Abonnement würde mich auch sehr, sehr freuen, weil ich sehe immer wieder, dass 80 oder 85% meiner Zuschauer nicht Abonnenten sind. Das finde ich sehr, sehr schade. Wenn es euch ja so gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Okay, der will nicht, dass ich da weitergehe. Dann gehen wir mal hier rein. Okay. Der Doggy möchte uns wohl hier langlotsen. Was macht das Auto hier? Das kennen wir doch irgendwo her. Ist das nicht aus Luigi's Mansion? Ey, das Auto. Ist Dr. Igitt hier? Kann das sein? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Eben, wie gesagt, ich habe das Spiel vor 3 Jahren gespielt. Okay, ja, es ist bestätigt, er ist hier. Dr. Igitt ist der Erfinder, wer nicht weiß, wer das ist. Aber ich denke mal, Luigi's Mansion oder kennt die meisten. Und wenn nicht, seid ihr ja hier, um es euch in 100% anzuschauen. Und die Musik ist geil. Wir haben unseren Staubsauger, jawohl. Okay. Bam. Flash. Da kann ich Sachen einsaugen und Sachen wegblasen. Wir können auch eine Stampfattacke sowas machen. Genau. Aber wir müssen erst die... Wuff. Ja, ich kann mir alles merken. Ich bin kein Idiot. Tschüss. Gut. Jetzt können wir hier alles einsaugen. So wie das. Und zack. Und das mit Flash aktivieren. Ein Gem. Jawohl. Unseren ersten Emerald. Wichtig, das sind die 100%, die wir sammeln wollen. Man kann die auch flashen. Da geben die 1 Euro. Deswegen machen wir das doch mal. Und wir räumen doch mal hier ein bisschen auf. Was soll denn das hier? Hier ist eine richtige Sauerei. Oh, da ist Geld. Geld, 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 Geld. Wir versuchen natürlich das meiste mitzunehmen. Ganz klar. Ich würde jetzt natürlich nicht überall nach allem suchen, aber... so gut wie alles, was uns auf dem Weg ist, mitnehmen. Was ist das hier? Okay, das Ding geht nicht. Aber dann müssen wir doch hier das Ding reparieren können, oder nicht? Aber hier kommen wir nicht rein. Kann ich es flashen? Weil das ist ein Flash-Knopf, ne? Lad mal voll auf. Nee, geht nicht. Okay. Ja gut, dann müssen wir da irgendwie reinkommen. Dann schauen wir uns mal um. Also hier muss da irgendwo was sein, ne? Und es ist auch dunkel und düstere Musik. Aua! Ey! Hm.
Hier muss doch irgendwo was sein, oder nicht? Hä? Oder ist hier drin gar nichts? Wir können ja auch hier wieder rausgehen, ne? Aber es ist hier auch gar nichts. Was wir auf jeden Fall machen werden, wer im letzten Part aufgepasst hat, hier drüben ist ein Emerald. Ich denke mal, dass wir den jetzt holen können. Genauso wie das Geld. Hier ist richtig viel Asche. Nicht? Hä, kann ich den nicht daraus blasen, ziehen? Na, anscheinend nicht. Okay, gut, dann hole ich den doch nicht so einfach daraus. Warte mal, ich kann aber hier das Rad drehen. Na gut, es gibt Geld. Hier hinten war auch noch Geld. Schauen wir uns mal um. Nehmen wir mal alle Euros hier mit. Ja gut, aber dann kriege ich doch den Juwel noch nicht. Ich dachte, den kann ich da einfach rausziehen, aber... anscheinend ja nicht. Okay, gut, dann gucken wir später mal nach. Gut, die Frage ist, können wir jetzt da rechts weiter? Müssten wir eigentlich fast, oder? Aber da kann ich noch nichts machen. Oh, da ist ein Goldbahn. Oh, die Steuerung muss ich erst klarkommen. Mit Controller. Hey, Goldbarren. Man kann das machen. Okay, warte mal. Das lässt sich entsperren. Und ist da die Pflanze aus Geld? Oh, yeah. Ja. Nichts. Ja gut, dann schauen wir uns mal hier drüben weiter um, wenn da nichts ist. Warte mal, kann ich den nicht irgendwie wegschieben? Dahinter ist doch was. Auf jeden Fall ist dahinter was. Geld. Gut, vielleicht kommen wir später da irgendwie ran. Und hier ist ja auch noch was. Geld. Und ein Edelstein. Oha, der muss ja richtig viel Geld wert sein. Nehmen wir alles mit. Ja gut. Da ist doch Geld geregnet. Würde ich sagen, gehen wir mal nach oben und schauen uns mal in der Lobby um. Ja, die sollte doch hier oben sein, oder nicht? Von der Höhe her. Genieste. Daran kommen wir, glaube ich, noch nicht. Ne. Daran kommen wir auch noch nicht. Ich glaube, vieles können wir am Anfang auch noch nicht einsammeln. Aber jetzt sind wir hier in der Lobby und hier können wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen umschauen. Oh, lol. Ich sehe aber da was. Lol. Seht ihr das auch?
Wir haben auch noch nicht bekommen. Was soll denn der Scheiß? Wir können gar nichts machen. Alles können wir nicht einsammeln, leider. Da sind X'e drauf. Da hinten ist ein dicker, fetter Schlüssel. Ja, raus kommen wir hier nicht. Lol. Die haben uns schon bemerkt, die Dreckigen. Nur einer. Blitz und dann saugen. Immer in die gegengesetzte Richtung. Und geh nach Hause. Ja, ich glaube, das war dann nicht der letzte. Da kommen noch mehr. Hat er noch so einen Kollegen rangeholt. Okay, ich habe ihn. Ich kann ihn sogar auf den anderen schleudern. Zack. Und ab in die Hölle mit dir. Gut. Und alle Geister doch befreit sind, müsste doch eigentlich. Warte mal, ich kann die Dinger schießen? Mir sehr verdächtig. Boah. Geld. Geld. Ey, lass mich mein Geld einsammeln, Kollege. Hau ab. Give me my money. Money, 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 money. Schauen wir uns jetzt mal links rum. Nee. Daran komme ich auch nicht. Ah ja, entspannt. Aber das kriege ich ja anscheinend ja auch nicht. Nö. Oder kann ich ihn abschießen? Nee, der visiert den ja nicht an. Dann denke ich mal nicht. Wenn er es nicht anvisiert, denke ich mal nicht. Ja gut, dann holen uns den Schlüssel, würde ich sagen. Aber warte mal, was ist das? Da ist ein Edelstein. Das ist aber eine andere. Ja, die haben jetzt eine andere Form und eine andere Farbe. Sammeln wir erstmal die ganze Cash ein. Schon fast 2500. Kann ich den einsammeln? Oh ja. Schlüssel. Wo kann ich denn den verwenden? Ja, wahrscheinlich. Hier oben. Wahrscheinlich hier sogar. Was ist hier noch? Hier kann man auch noch durchs Loch gucken. Das ist ein Edelstein. Und eine Maus. Was ist hier drüben? Hier ist geschlossen.
Hier ist der Aufzug. Ja, hier ist auch nichts. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir durch die große Tür. Aber was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ich denke mal, der Schlüssel ist schon hierfür, ja. Macht Sinn. Macht sehr viel Sinn. Dr. Igitt, da ist er ja. Er wurde ins Bild gefegt. Das kann ich mich noch erinnern. An das konnte ich mich jetzt noch erinnern. Man kann das da drehen. Ich weiß noch, dass ich das damals sehr, sehr lange gesucht habe, deswegen. Können wir uns diesen Edelstein direkt schon in die Tasche stecken? Und rap. Und rupf. Ist hier überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Außer der Edelstein ist da nichts. Was ist das da oben? Nichts. Okay. Ja gut, wie geht's? Moin. Du bist da im Bild drin. Ich weiß nicht, wie ich dich da rausholen soll. Okay, Doggy möchte, dass wir hier rüber gehen. Dann gehen wir doch hier rüber. Mal schauen. Das Spiel ist schon sehr, sehr schön. Was ist hier? Nichts. Doch, Geld. Er möchte, dass wir hier reingehen. Hier ist aber zu. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Gut. Dann gehen wir hier rein. Hier ist offen. Gut. Schauen wir uns mal um, was uns hier so erwartet. Geld. Und da ist irgendwas hinter der großen, hinter dem großen Mantel. Ein Tresor. Ein Edelstein. Jawohl, da haben wir schon zwei hier. Nice. Ist da ein Goldsack? Alter, what? Hier sind aber die Masken von den Leuten, die hier arbeiten. Lass mal das ganze Geld eintüten. Da ist es gar nicht. Gut. Da ist der Schlüssel. Ja gut, und da ist eine Kiste links, seht ihr das? Aber ich glaube, die ist auch unsichtbar, ne? Ja. Gut. Die ist unsichtbar. Da kommen wir später. Ihr blöden Pisser. Lasst es. Ach nö, jetzt. Und zack. Und jetzt haben wir beide an der Angel. Oh, nein, nein, nein. Und zack, und zack, und bam, und ram. Tschüss, ciao. So, ich würde sagen, das war's für den heutigen Part. Im nächsten Part schauen wir mal nach, was hinter uns in dieser Tür verbirgt. Und ob wir Dr. Igitt befreien können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ciao.